Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sitzung zu Seemanns, Seemanns 40. Das ist ein Akronym, das steht für Semantische Allianz für Industrie 4.0. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich Ihnen in den folgenden Minuten darstellen. Das schließt unmittelbar an den Vortrag unseres Vorredners hier, der auch herausgestellt hat, wir brauchen Beschreibungen von den Dingen, mit denen wir Industrie 4.0 machen wollen. Und diese Beschreibungen müssen eindeutig sein, damit nicht der Mensch immer die Beziehung herstellen muss zwischen einem Gerät und einer Auswertungssoftware oder einem Auftrag und einer Maschine, auf der der Auftrag läuft, sondern damit das automatisch geschehen kann. Und für diesen Automatismus brauchen wir also Beziehungen zwischen den Begriffswelten und die können wir jetzt mühsam alle einzeln von Hand erstellen oder wir stützen uns ab auf vorhandene Standards, die heute schon beschreiben, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Merkmale Geräte und Services bieten. Und das ist der Gegenstand dieses Projekts. Und ich möchte Ihnen einerseits beschreiben, warum braucht es das? Zweitens, was haben wir erarbeitet? Drittens, was kann man damit jetzt anfangen? Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktivität der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Dort komme ich her. Mein Name ist Alexander Fey. Ich bin dort Professor für Automatisierungstechnik und ich bin auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Industrie 4.0 und versuche, diese Industrie 4.0-Ergebnisse in die Richtung zu bringen, dass sie auch anwendbar sind. Weiterer Partner im Projekt ist der E-Class e.V. Der E-Class e.V. sehen Sie dort drüben den Stand. Also das hängt ganz eng, nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich miteinander zusammen. Und dort können Sie nachher auch weitere Informationen zum Projekt Seemanns 40 bekommen. Und vierter Partner ist Rösberg Engineering als ein Engineering-Unternehmen und gleichzeitig ein Engineering-Tool-Hersteller. Denn wir wollen, dass unsere Ergebnisse nicht nur in PowerPoint enden, sondern dass sie auch implementiert werden in Engineering-Werkzeugen, exemplarisch dort bei Rösberg. Die Ziele des Projekts möchte ich darstellen, das bisherige Vorgehen, die Ergebnisse und was wir als nächstes tun wollen. Es kam eben die Frage schon, wie passt denn das zu RAMI, zur Referenzarchitektur für Industrie 4.0. Dort drin wird die Verwaltungsschale beschrieben. Die Verwaltungsschale, die wir über jedes Ding, egal ob gegenständlich oder abstrakt, über jeden Haufen von Daten, über jeden Dienst, über jede Maschine, ja über jede Schraube drüber stülpen können, damit dieses Ding dann in Industrie 4.0 aktiv werden kann. Und aktuell gibt es dort das Diskussionspapier zum Interaktionsmodell dieser Industrie 4.0 Komponenten, also zu der Frage, wie können die jetzt eigentlich zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite von der AG2, der Plattform Industrie 4.0, sind die Anwendungsszenarien entwickelt worden und die Forschungsroadmap zur Industrie 4.0. Und die Frage ist jetzt, wie passen diese Inhalte zusammen? Auf der einen Seite die Anwendungsszenarien, die zeigen, wie Industrie 4.0 nützlich sein kann und aussehen kann. Und auf der anderen Seite jetzt die Basisarbeit, die Verwaltungsschale, das Interaktionsmodell. Ja, wir haben im Projekt versucht, diese Dinge zu verheiraten und aufzuzeigen, dass RAMI wertvoll ist, dass die Verwaltungsschale wertvoll ist, dass das Interaktionsmodell wertvoll ist, weil man wirklich da auf dieser Basis die Anwendungsszenarien real werden lassen kann. Was sind das für Anwendungsszenarien? Die Anwendungsszenarien, die Sie in dieser Broschüre finden, die Sie von der Plattform Industrie 4.0 herunterladen können, diese Anwendungsszenarien geben Ihnen ein Bild davon, was Industrie 4.0 sein kann, was es sein will.
Ja? Und Sie sehen, die sind sehr vielfältig. Da geht es darum, dass Aufträge selber ihre Produktion steuern, die richtigen Maschinen finden, diese Maschinen parametrieren. Da geht es um Fabriken, die sich aus Modulen zusammensetzen, die man also mit Plug and Produce zusammenstöpseln kann. Da geht es um Logistik, wo die logistischen Güter selber ihren Weg finden, anders an ihr vorbestimmtes Ziel, auch wenn es Hindernisse gibt und sie Umwege nehmen müssen. Da gibt es Value-Based Services, also Dienste, mit denen man Geld verdienen kann, auch wenn die Maschine längst oder das Gerät längst im Feld ist und so weiter. Und alle diese Anwendungsszenarien, die basieren darauf, dass die Kommunikationspartner, dass die einander verstehen. Wenn das Produkt sagt, ich muss geschliffen werden, und die Maschine sagt, ich bin eine Schleifmaschine, dann verstehen wir Menschen, das könnte passen. Ja? Aber geschliffen und schleifen, ja, also wenn Sie nur auf die Syntax gucken, dann geht das so aneinander vorbei. Das findet sich nicht. Der Auftrag und die Maschine finden sich nicht. Wir brauchen also eine Semantik, die erlaubt, das so zu beschreiben, dass die Anforderung des Auftrags und die Fähigkeit der Maschine auf gleicher semantischer Basis liegen und damit zueinander finden, damit dann Industrie 4.0 Realität werden kann. Wandlungsfähige Fabrik, ja, Maschinen, die Fähigkeiten haben, bündeln wir, damit insgesamt eine Produktionslinie daraus entsteht. Sie können das in Halle D, in DL40 können Sie das sehen, die modulare Produktion in der Prozessindustrie, wo Module zusammengefügt werden zu einer modularen Anlage. Aber um Module zusammenzufügen, müssen nicht nur die Stecker und Kupplungen zueinander passen, sondern auch die Semantik, die Begriffe müssen zueinander passen, dass die Maschinen wissen, wenn die eine Maschine sagt, Stopp, dass die andere auch versteht, dass sie stoppen muss. Ja? Da muss also auch die Semantik passen. Schauen wir uns Value-Based Services an. Welche Dienstleistungen erwarten Sie von Industrie 4.0? Haben Sie da schon Vorstellungen? Womit möchten Sie bei Industrie 4.0 Geld verdienen? Noch keine Vorstellung? Eine Idee, die an uns herangetragen wurde, war, wir wollen Geld damit verdienen, dass wir Wartungsbedarf, Instandhaltungsbedarf erkennen auf Maschinen, die gar nicht uns gehören. Also Algorithmen, die in Fabriken laufen, auf Maschinen verschiedener Hersteller, diese Maschinen überwachen. Das Szenario hatte auch mein Vorredner angesprochen. Und die dann erkennen in den Maschinen, dass dort Wartungsbedarf ist. Aber auch das setzt wieder voraus, dass der Service und die Maschine einander verstehen. Und da geht es nicht nur darum, den OPC-UA-Server zu konfigurieren, sondern da geht es tiefer darum, dass die Begrifflichkeit, die Bedürfnisse eines Geräts und die Fähigkeiten eines Algorithmus, dass die einander finden. Und das können Sie durch all diese Anwendungsszenarien hindurch, finden Sie das immer wieder. Es funktioniert nur, wenn die Industrie 4.0-Komponenten einander verstehen. Wir nennen das eine semantische Übereinkunft und unsere Hypothese war, wir haben schon sehr gute Standards in Deutschland, mit denen so etwas möglich ist. Wir müssen nicht bei Null anfangen. Wir müssen nicht einen großen Kreis von Experten zusammenrufen, die jetzt all diese Begriffe definieren, denn das ist schon da zu großen Teilen. Insbesondere herauszuheben ist dabei E-Class, das also auf internationaler Basis eine große Vielzahl an Merkmalen bereits heute bereitsteht, um von der Schraube bis zum Service Schrauben, ja, Industrie 4.0 relevante Dinge und ja auch Nicht-Dinge zu beschreiben und insofern
nutzen wir doch E-Class und was im E-Class alles entstanden ist. Nutzen wir aber auch andere nationale und internationale Standards, um nicht bei Null anzufangen mit Industrie 4.0 Semantik, sondern um vorhandene Begriffe aufzugreifen und einzubinden. Dazu gehört auch die Strukturierung von Informationen, was zum Beispiel mit Automation ML möglich ist. Wir wollen also eine Brücke schlagen zwischen den Konstrukten Rami, Verwaltungsschale, Interaktionsmodell und auf der anderen Seite den Anwendungsszenarien, bei denen Industrie 4.0 real wird. Und das ist aus unserer Sicht der Ansatz, dass wir hier gemeinsam und nicht nur in diesem Projektteam, sondern mit den Normungs- und Standardisierungsorganisationen vorangehen, um vorhandene semantisch wertvolle Standards einzubringen in die Industrie 4.0 Anwendungsszenarien. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die Wertschöpfungsketten angeschaut. Wir haben geschaut, welche Dimensionen von Industrie 4.0 sind da relevant, welche Wertschöpfungsketten sind dabei abgedeckt und haben dann einige Anwendungsszenarien rausgesucht. Das war der Anfang. Am Ende waren es aber viel weniger. Wir haben uns dann fokussiert auf letztendlich vier dieser Anwendungsszenarien, die jetzt im Bereich der Wertschöpfungsketten angesiedelt sind. Das sind Anwendungsszenario auftragsgesteuerte Produktion, Value-Based Services, Engineering und die wandlungsfähige Fabrik. Und da haben wir jetzt diese Anwendungsszenarien haben wir jetzt konkret an Beispielen, an realen Beispielen, also echten wandlungsfähigen Fabriken in der Prozessindustrie, echten Services, die bei BASF laufen und definiert wurden, echter auftragsgesteuerter Produktion, die bei Phoenix Kontakt in Berlin funktioniert und bei echten Engineering-Prozessen haben wir das analysiert und haben detailliert, minutiös jetzt analysiert, welche Informationen brauche ich wann, woher bekomme ich diese Informationen und wie kann ich diese Information richtig beschreiben, eindeutig und unter Rückgriff auf vorhandene Standards. Was daraus entsteht, sind ein Datenmodell, ein Merkmalmodell und da kommen viele Standards zusammen, die dort eingesetzt werden. Wir brauchen die IEC 61360 Rules for Properties, die erstmal beschreiben, wie man überhaupt Merkmale beschreibt. Wir nutzen dann E-Class, wir nutzen PLC Open, wir nutzen Automation ML und dergleichen. Ich kann das hier nur exemplarisch zeigen an zwei Anwendungsszenarien. Wenn man mal das am Beispiel Engineering, dann sieht man, dass da also verschiedene Fachgruppen an einem Engineering, zum Beispiel einer einfachen Maschine oder auch eines Motors beteiligt sind, die verschiedene Tätigkeiten ausführen, ein funktionales Modell erstellen, ein strukturelles, ein Verhaltensmodell erstellen. Ja, und dann ist die Frage, ja, wie beschreiben die denn das im Engineering? Was entsteht denn da? Es entsteht ein Strukturmodell, was wir hier mit Automation ML modelliert haben, ein Funktionsmodell, was beschreibt, wie die Maschine arbeitet, ein Verhaltensmodell, wo der Steuerungscode der Maschine letztendlich hinterlegt ist. Und all das jetzt nicht mit irgendeiner Notation, die wir uns ausgedacht haben, yet another language, sondern mit vorhandenen, schon standardisierten Sprachen, IEC 61131, VDI-Richtlinie 3682, Automation ML nach IEC-Standard. Und das ist letztendlich fügen sich diese drei zusammen. Das ist jetzt hier sehr abstrakt in einem Metamodell, aber das brauchen wir, wenn wir Informationsmodelle tatsächlich erstellen wollen. Dann sollten die diesem
Modell folgen. Das heißt, wir haben hier grün die Funktionen, die ein Gegenstand hat. Wir haben hier die Struktur dieses Gegenstands und wir haben hier das Verhalten dieses Gegenstands. Und das können Sie jetzt für jeden Algorithmus oder jeden Motor sich vorstellen. Eine Schraube hat natürlich nicht viel Verhalten, aber sie hat Struktur und sie hat Funktion, und so können Sie das also für jede Industrie 4.0 Komponente sich so überlegen. Und das alles, das landet in der Verwaltungsschale von diesem Ding. Für die Merkmale haben wir dann gesucht, wo finden wir diese Merkmale, und dann brauchen wir Merkmale, für, diese verschiedenen Facetten beschreiben können. Da hilft uns, wie gesagt, die EC61360 und diverse weitere Standards, die dann letztendlich natürlich erstmal eine große Vielfalt bilden. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die DKE Normungsroadmap. Da werden sehr viele Standards empfohlen für Industrie 4.0. Die sind von sehr unterschiedlicher Struktur. Wie kann man das grundsätzlich sehen, was da drin steht? Wir haben immer dort Modelle, die durch Eigenschaften beschrieben sind, und das sind dann für die einzelnen Objekte konkrete Datenelemente. Und diese Datenelemente, ich kann Ihnen das weitere Klassendiagramm nicht ersparen, es ist einfach so, diese Datenelemente, damit kann man den Typ beschreiben von einem Ding und damit kann man die Instanz beschreiben. Ja, also wenn Sie jetzt einen Motor haben, dann können Sie von dem Motor den Typ beschreiben, was dieser Motor grundsätzlich vom Prinzip her kann. Und wenn Sie davon 100 Stück haben, dann ist diese Typbeschreibung für alle gleich. Ja, und die Instanzbeschreibung, die beschreibt nun für jeden einzelnen Motor, was da im Detail ist. Wenn wir also über Temperatur nachdenken des Motors, dann haben wir in der Typbeschreibung zum Beispiel die maximale Temperatur, unter der er betrieben werden darf. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir dort semantische Vereinbarungen haben. Ja, was nützt es Ihnen, wenn das 50 Grad ist? Ja, und da denken Sie, ja, den können Sie ja auch in Ihrer Maschine, die Sie nach Nahost bringen wollen, da können Sie den einbauen. Ja, aber 50 Grad war nicht 50 Grad Celsius, sondern 50 Grad Fahrenheit. Ja? Also es ist wichtig, dass wir hier diese semantischen Übereinkünfte haben, damit die Dinge eindeutig beschrieben werden. Bei der Instanzbeschreibung müssen wir schauen, dass es verschiedene Aussageziele gibt. Es gibt Datenelemente, die beschreiben die Anforderung, was muss der Motor können. Es gibt die Aussage, was glaubt der Hersteller, was der Motor kann, was sichert er zu, was der Motor kann. Und schließlich, wie warm ist der Motor denn jetzt tatsächlich gerade? Ja? Oder wie warm war er maximal im letzten Jahr? Ja, also insofern haben wir zu jedem Typ ganz viele Instanzbeschreibungen, die auch unterschiedliche Aussagen beinhalten. Und es ist wichtig, diese Dinge dann das auch klarzustellen, was ist jeweils das Aussageziel. Wenn Sie hinterher zum Beispiel über OPC und irgendeine wie auch immer geartete Kommunikationsverbindung mit dem Motor sprechen, ja, dann reicht es nicht, die Information zu haben, Motor 50 Grad. Ja, sondern es ist eben wichtig, was ist das? Ist das soll? Ist das ist? Ist das maximales Ist der Vergangenheit? Oder ist das das, was im Typenblatt drin steht? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das haben wir also auf diese Weise herausgearbeitet und dann in verschiedenen Anwendungsszenarien angewandt. Zum einen im Engineering, das hatte ich Ihnen eben schon ein bisschen gezeigt. Wenn also eine Anlage entsteht, ausgehend von einem zum Beispiel so einem Verfahrensfließbild oder einem R&E-Fließbild über die Prozessbeschreibung bis hier zur Strukturbeschreibung in Automation ML, dann müssen all diesen Teilen, also der Struktur, dem Produkt, dem Prozess, jeweils Informationen hinterlegt werden, Merkmale. Und bei diesen Merkmalen empfehlen wir nun eben besonders, die Merkmale von E-Class zu verwenden, weil E-Class heute schon, Herr Eck, helfen Sie mal weiter, 18.000, er nickt, ja, schon beschrieben hat, ja, also wo über Jahrzehnte Arbeitsgruppen Energie hineingesteckt haben, unsere technische Welt zu beschreiben. Und
wir wären doch dumm, wenn wir das nicht nutzen würden, was dort an Arbeit drin steckt. Und dass das geht, das haben wir dann also auch in mehreren Anwendungsszenarien ausprobiert, zum Beispiel dann bei Value-Based Services, wo wir also Sensoren haben. Diese Sensoren haben eine Verwaltungsschale, das ist diesmal dieses blaue Hütchen, was auf denen drauf ist, ja? Und irgendein Service-Provider, der will jetzt Service für Sensoren machen und er bekommt von diesen Sensoren Informationen über die Funktion, was macht der Sensor, warum ist der da überhaupt, über die Struktur, ja, also woraus besteht er, wie ist er angeschraubt, wie ist denn da, sind die Umgebungsbedingungen und über sein Verhalten, also Kalibrierung dieses Sensors und dergleichen. Und durch das Abstützen auf diesem gemeinsamen Standard ist es jetzt möglich, dass jeder von Ihnen einen Algorithmus schreiben kann, der Sensordaten liest, auswertet, vergleicht und damit Werte schafft. Ja? Das ist jetzt nicht mehr so, dass nur der Hersteller dieses Sensors seine eigenen Sensoren versteht. Das ist ja auch nicht das Ziel von Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist das Ziel Offenheit und Hersteller übergreifend Geschäft machen zu können. Und das bedeutet ganz konkret, dass mit einer solchen Beschreibung eines Sensors es möglich ist, dass auch Drittanbieter jetzt Dienstleistungen anbieten können für die Auswertung von Sensorsignalen. Und das mag jetzt für den einen oder anderen Hersteller vielleicht sogar bedrohlich erscheinen. Jetzt können ja andere meine Sensoren irgendwie auslesen und damit Geschäft machen. Ja, das mag auch bedrohlich sein für denjenigen, der selber da nicht so richtig was anzubieten hat. Ja, aber die Idee von Industrie 4.0 ist, dass da welche sind, die haben Ideen und diese Ideen sollen sie umsetzen können und dafür brauchen wir diese Informationsmodelle. Ja, ich komme zum Schluss. Wir werden das weiter verfolgen. Wir werden noch weitere Anwendungsszenarien betrachten und werden die auch implementieren. Ich sage ja Szenario Engineering, da werden wir auch wieder Automation ML verwenden. Das Szenario modulare Automation, da wird bereits Automation ML verwendet. Wie gesagt, Halle 11. Und im Anwendungsszenario Value-Based Services, da werden wir das gemeinsam an einer Produktionsanlage auch einsetzen und dort werden dann Algorithmen, die nicht vom Hersteller der Sensoren sind, trotzdem mit diesen Sensoren sprechen können. Ich hoffe, dass es für Sie eine positive Perspektive. Es wird möglich sein, auf Basis vorhandener Standards mit Industrie 4.0 Komponenten zu sprechen, egal von welchem Hersteller die sind. Und diese Vorstellung, die deckt sich mit aktuellen Arbeiten des ZVEI. Die Broschüre bekommen Sie da vorne und wenn Sie dort hineinschauen, dann sehen Sie dort Industrie 4.0 Semantik. Was wird gebraucht? Wir brauchen kommerzielle Daten, das heißt, wir müssen das Zeug bestellen können. Wir brauchen Katalogdaten, wir brauchen dynamische Daten, Lifecycle-Daten und der ZVEI, also ich habe daran nicht mitgearbeitet, der ZVEI sagt, E-Class ist hier die aussichtsreichste Basis, um diese Daten dann auch hinterher haben zu können und nutzen zu können. In dem Sinne vielen Dank für Ihr Interesse und ich stehe gern für Fragen zur Verfügung.